Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Breath Edge, Freunde. Und wir sind wieder ganz allein, lost in space, unser kleiner Kosmonaut. Was machen wir denn heute? So, wir sollen die Normandy reparieren. Wir haben das Steuerrad repariert. Okay, das heißt, wir brauchen jetzt erstmal so Steuereinheit-Kram, weiß ich nicht. Wir sollen erstmal das Ding machen. Das ist, gehört auf jeden Fall zur Aufgabe. Das heißt, wir brauchen, genau zu betrachten, brauchen wir einen Manövriermotor. Und für einen Manövriermotor, warte, wir gehen mal kurz hier rein, damit wir das einfacher feststellen können. Ressourcen, Objekte, Ressourcen, zusammengesetzte. Gibt es hier einen Manövriermotor? Nee, aber ich brauche dieses ganze Zeug dafür. Objekte, Stationen, Ausrüstung, Gegenstände. Hier, das Ding brauchen wir. Wir brauchen einen Generator und einen Kompensator. Generator, Kompensator. Generator brauchen wir Alkali. Elektronik, da müssen wir bohren. Metall und Kabel. Und hier brauchen wir Alkali, veredeltes Metall und Titan. Okay, also konzentrieren wir uns jetzt erstmal auf Elektronik und Kabel. Das müssten wir eigentlich ohne Probleme, ne, wenn wir hier so ein paar verunglückte Roboter oder so bohren können. Ne, das sind ja oft so... Alter, aber wie ist hier... Den hat's ganz schön zerlegt. Guck mal, hier haben wir nochmal Kabel direkt. Kabel haben wir eigentlich genug. Also man kann nie genug Kabel haben, habe ich festgestellt. Aber Elektronik ist schwer zu kriegen. Elektronik ist schwer zu kriegen. Da hinten können wir auch nochmal hinfliegen. Da sind wir, glaube ich, hier noch nicht gewesen. Elektronik ist hier so auf den abgestürzten Dingern oft irgendwo. Und Plastemetzen müssten wir auch noch ein bisschen. Trümmer. Sag ich ja, Kabel haben wir ja noch. Achso, hier war die Schießerei. Hier haben sie ihn aufgepflockt, den armen Kerl. Ja, wir müssen gucken, wo diese Aufräumroboter gewesen sind. Ne? Diese Aufräumroboter, die abgestürzten, die bringen Elektronikteile. Oder halt Container suchen oder sowas. Da ist der Zappeldude. Der Zappeldappel. Okay. Dann holen wir uns jetzt erstmal Luftikus, würde ich sagen. Ah. Achso, habe ich mir einen Greifer gebaut? Ich brauche einen Greifer, ne? Schaber und Greifer ist nicht dasselbe. Werkzeuge, ein Greifer. Eine Batterie brauche ich noch. Und veredeltes Metall. Ich würde sagen, wir fliegen erstmal noch zurück. Fliegen erstmal zurück in die Base. In die Main Base. Schauen aber, ob wir hier auf den... Ne, weil oft findet man hier drauf diese Müllsammler. Überall Särge und so, aber das bringt mir jetzt gerade nichts. Ne, dann sausen wir erstmal wieder zurück. Meter, ey, wir brauchen dringend irgendwann mal ein neues Fahrzeug. Boah, was ist da hinten los, ey? Mal gucken, ob wir noch so Container oder sowas finden. Was sind das für Symbole? Weiß es gar nicht so genau.
weiß halt gar nicht, wie das mit so Containern ist, ob die dann respawnen oder... Viele Dinge konnten wir überhaupt nicht richtig in Ruhe entdecken, ne, wegen Strahlung und so ein Kram. Gerade hier bei so Trümmerlis, guck mal da, was ist das? Ein Salty Bag. Oh, guck mal hier, Wasser. Hier hat es irgendwen richtig zerlegt. Okay, haben wir erstmal. Rest lassen wir liegen. Eines Tages finden wir es wieder. Viel habe ich mir auch gar nicht so intensiv angesehen, ne? Also ich bin ja oft einfach immer an dem Kram so vorbeigedüst. Vor allen Dingen da hinten an dem Militärmodul, da liegt bestimmt noch einiges rum. Das kannst du halt nur alles nicht einsammeln. Und wenn du dann gerade irgendwie auf Quest for Glory bist, ne? So, da la. Ne, Forschungstisch nicht. Prozessor. Wie kann ich Batterien bauen? Habe ich noch Batterien, Werkzeuge, Gegenstände? Ressourcen, zusammengesetzte. Wie kann ich denn veredeltes Metall? Da brauche ich 4 Metall für. Das ist einfach. Batterie brauche ich Metall und Alkali. Hier habe ich Alu, Kabel. Erstmal gucken, ob wir noch eine Batterie haben. Nee. Habe ich denn Alkali noch? Salz, Metall? Wie sieht ein Alkali überhaupt aus? Eine Unterhose mit Nieten? Oh, veredeltes Metall habe ich ja noch genug. Kann ich ja schon super edles Metall herstellen, wenn ich lustig wäre. Das ist Bleilackierung und Blei. Alkali habe ich hier. Alkali und Metall, dann könnte ich ja eine Batterie machen, ne? Ausrüstung, nee, Ressourcen zusammengesetzt. So, machen wir erstmal eine Batterie. So, haben wir das auch. So, was wollte ich noch machen? Brauche ich Alkali. Elektronik brauche ich, Metall 2 und Kabel. Generator könnte ich eigentlich schon machen, oder? Eine Elektronik müsste ich noch finden. Woher kriege ich... Ich muss irgendwo abgestürzte Staubsauger oder sowas finden. Ach, da wären auch noch 2 Batterien gewesen. Toll. Packe ich erstmal weg. Packe ich das Zeug hier auch weg. Das auch weg. Das auch weg. So. Dann erstmal was trinken. Eine salzige Packung, nochmal was trinken, so. Benutzen Prozessor, okay, machen wir uns auf den Weg. Wir müssen ein bisschen Elektronik finden. Wir müssen ein bisschen Elektronik finden. Und das könnte... Obwohl, warte mal, wenn wir da reindüsen... Hier waren super viele so abgestürzte Aufräumer, oder? Oder sollen wir lieber... Nee, wir fliegen doch lieber rüber. Ich habe mich umentschieden. Toll, Sprit wieder verbraucht, unendlich viel. Au! Oh Gott, was war das? Ah! Das hat jetzt ein bisschen wehgetan. Tja, die Wasserwurst, ey. Das ist jetzt die große Frage aller Fragen.
Ich meine, Eis zu finden prinzipiell ist ja auch nicht so schwer. Also im Prinzip findet man hier ja alles quasi. Schere, Kabel, Plastik nehme ich auf jeden Fall mit. Die Schere brauche ich jetzt gerade echt nicht. Hm, 165 haben wir noch hier. Die sind abgestellt, ne? Bei sowas frage ich mich halt immer, spawnt das neu? Bleibt es für immer? Ich weiß es nicht. Kabel, Gummi, was ist das denn? Kabelgummistoff ist auch immer gut, aber ich brauche Elektronik, Leute. Oh ne, was jetzt? Der verbesserte handliche Schaber. Kabel, Glühbirne. Elektronik. Das ist jetzt die große Frage. Wie gesagt, normalerweise findet man so abgestürzte Staubsauger irgendwo. Dann füllen wir mal eben auf ein bisschen, ne? Kann ich nicht... Ah, da. Die Dinger brauche ich. Ja. Bohrer. Habe ich doch. Ah, nee, das ist der Scanner. Gucken, ob wir noch was finden. Ah, das war so geil. Hier zack, durchgeschnitten und so. I remember. So ein abgestürzte Müllsammler, die sind immer... Da ist, glaube ich, noch einer. Obwohl, das ist Eis. Ja doch, hier ist noch so ein Müllsammler. Sehr gut. Der wird ein bisschen hart hier, hä? Hier ist noch Alkali. Aber da brauche ich halt einen Grabscher. Egal, jetzt haben wir schon mal zweimal Electronics. Guck mal, da oben ist, glaube ich, noch was. Das ist auch Alkali. Ist auch Alkali. Okay, Alkali-Quellen habe ich ja jetzt mittlerweile 3 Stück. Wo ich ungefähr weiß, wo sie sind. Nur Elektronik ist halt immer so eine Sache. Ich meine, die sind leicht zu sehen, die Müllsammler, aber... Keine Ahnung, ob die dann, die kommen wahrscheinlich nicht wieder, ne? So Elektronik ist dann doch wieder auf der anderen Seite gesehen ein Problem. Ist das hier Alu? Ja. Ist echt nicht leicht. Echt nicht leicht, Elektronik zu finden. Wäre geil, wenn man so ein Radar bauen könnte. Mal gucke da. Vielleicht kriege ich den noch. Ah. Nee. Keine Schaber mehr. Was ist das hier für ein Container? Geh mal weg. Ach, Harz. Da brauche ich wahrscheinlich auch einen Greifer.
Okay, also next one, Greifer bauen. Dann gehen wir nochmal auftanken, würde ich sagen. Boah, Harz gibt's ja auch jede Menge, ne? Harz gibt's hier jede Menge. Boah, hier gibt's alles, ey. Eis. Achso, Eis können wir auch nochmal mitnehmen. Wo wir gerade da sind, nehme ich mal so 4 Eis mit nochmal für 2 Flaschen Wasser. Oder dry. Schauen wir mal. Gibt es hier noch ein Eis? Ist das Eis? Ja. Nehmen wir das Eis noch mit. Dann tanken wir nochmal Luft und fahren erstmal zurück, weil ich brauche Schaber und Greifer. Denn nur mit Schaben und Greifen kommen wir weiter. Dann versuche ich wenigstens jetzt schon mal den einen Grunddings für den Antrieb zu bauen. Das kriegen wir dann vielleicht sogar noch hin. Dann müssen wir gucken, was wir noch für Teile brauchen. Ja, mittlerweile haben wir so viel Sauerstoff. Also das ist... Aber ich wette, die haben das so gemacht, dass wir hinterher noch mehr brauchen. So, wo ist denn mein Space-Moped da? Leider sehe ich keine anderen Absturzstellen mehr. Ach, das ist natürlich ein Problem, aber... nicht irgendwo gegenknallen. Ne, da durch dieses Höllending will ich jetzt auch nicht fahren. Nehmen wir hier die Ringmuskelabkürzung. Da hinten ist auch noch so ein Fragezeichen. Da sind wir auch noch nicht gewesen. Wie weit ist das weg? 1300. Komm, da fahren wir mal eben hin. Oder kann ich da wieder nicht überleben, weil es da so kalt ist? Ist es das Problem gewesen? Ah, da war irgendwas, ne? Weil das hier so alles eingefroren ist. Da muss ich auch irgendwas machen. Frostgefahr. Hallo? Harz, Container aufbrechen. Oh! Seems that you still made the engine run, though this has complicated the identification of the deceased. Slight. Aha! Murray's, die Kuh! Richtig nice. Okay. Wo ist mein Moped hin? Da. Ich muss hier dringend weg. Ich sehe nichts. Ich glaube, die Richtung ist okay. Ah ja, okay. Glück gehabt. Hätte ich schon fast wieder versaut. So, ich kann auf dem Weg dahin, war auch irgendwo Alkali, ne? Na, also wir hatten noch irgendwo eine Alkali-Quelle, das heißt, ich könnte dann rüberfliegen und das Ding wenigstens bauen. Das wäre ja schon mal gut. So. Prozessor benutzen. Ausrüstung, Werkzeuge, Gegenstände. Nein, es ist bei zusammengesetzte Ressourcen. Was wollen wir zuerst bauen? Kompensator oder ein Generator? Da brauche ich jetzt 2-mal Metall und 1-mal Alkali für. 2-mal Metall, 1-mal Alkali. Alkali war, glaube ich, hier in meinem Bodenkoffer. Alkali, hier ist noch ein Metall drin. Also Metall müssten wir eigentlich ohne Ende haben, ne? Ich habe letztes Mal noch voll viel mitgenommen, da. So, das heißt, wir
können. Kompensator, Induktor, nein, Generator. Wir bauen erstmal einen Generator. So, Wasserflaschen habe ich auch genug, aber ich mache jetzt noch ein paar Wasser. Dafür haben wir extra ein bisschen Eis mitgenommen. Und dann räumen wir erstmal wieder ein paar Sachen in eine Tasche. So, dann hier rein. Hier ist ja bestimmt irgendwo noch Platz. Glühbirne, Plastik, Stoff, Kabel. So, das passt nicht mehr. Das brauchen wir noch. Das kann weg hier. Wasserflaschen 1, 2, 3, 4. Reicht erstmal, wenn ich 3 Stück habe. Ein bisschen Gummi noch in die Tasche rein. So. Moment mal. Habe ich einen Greifer? Ne, ist ein Reparaturwerkzeug, wollte schon sagen. Prozessor, Wasser, Ausrüstung, Werkzeuge. Ich werde auf jeden Fall einen Greifer brauchen. Veredeltes Metall, Batterie, Kabel, Alu. Metall. Kabel. Habe ich Alu? Habe ich kein Alu? Veredeltes Metall. Wie viel brauche ich davon? Weiß ich gar nicht. Nehmen wir 2 mit. Ich habe kein Aluminium, kann es sein? Doch da. Wie viel brauchte ich? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Benutzen. Jetzt können wir wenigstens. Ne, können wir nicht. Eine Batterie noch. Eine Batterie war. Hier waren Batterien, glaube ich, ne? Ja. So, Batterie. Dann können wir Werkzeuge bauen. Einen Greifer. So. Da haben wir dann erstmal was wir brauchen. Wo ist der Greifer? Wie sieht der aus? Der sieht fast sehr gleich aus. So, jetzt brauchen wir noch Ressourcen zusammengesetzt. Wir brauchen einen Kompensator. Alkali, 2x veredeltes Metall und Titan. Das kann erstmal weg, das kann weg. Veredeltes Metall brauchen wir 2x. So, veredeltes Metall. So, Titan müsste ich eigentlich auch noch voll viel haben, oder nicht? Lag hier nicht super viel Titan rum und ich habe nichts eingesammelt, oder was? Hier ist nochmal Titan. Was brauche ich jetzt? Ist nicht so einfach, ist nicht so einfach. Den habe ich gebaut. Kompensator Alkali noch. Okay, Alkali war nicht hier, sondern hier. Alkali sieht aus wie diese kleinen Kokspäckchen. So, dann Kompensator bauen. So, und jetzt können wir 2x Plastik und 1x Titan brauche ich noch. 2x Plastik. Jetzt sag mir nicht, ich habe nicht ein Furz Titan mehr hier drin. Aber es müsste eigentlich direkt irgendwo vor der Haustür liegen normalerweise. Da war noch einer, da war noch einer. Da ist noch Titan. Geil. Und dann baue ich das jetzt, dann fliegen wir noch schnell rüber und bauen das ein. Und dann gucken wir, was passiert, oder? Da. Ein Manövriermotor. Dauert einen Moment, aber machen wir. So, geil. Cool. Dann trinken wir noch einen Schluck. Dann fliegen wir kurz rüber. Ach ja, gut. Die großen Weiten des Weltraums ist natürlich immer ein bisschen schwierig, ne? Aber es ist auch, dieser Soundtrack zu dem Game ist halt auch einfach krass, ne? So, du kannst es einfach so durchspielen und hören und es wird nicht nervig oder langweilig. So, es erträgt dich irgendwie da draußen durch die Walden des Alls. Ich verstehe nur nicht, wie das gravitationstechnisch funktioniert. Ich meine, das Ding, da hat ja eigentlich schon eine extreme Masse. Ne? Und hier hat sogar einen kleinen Mond. Wie funktionieren wir hier um ihn herum? Also warum zieht er uns nicht ran und wir werden reingesaugt? Aber ich darf das nicht hinterfragen, das ist immerhin russische Raumfahrttechnik. Die funktioniert halt anders. So, dann einmal hier durch, würde ich sagen. Ja,
Wir kommen mehr als 62, 63 Meter die Sekunde, glaube ich, schaffen wir nicht. Das ist zu anstrengend. Und dann halt, wenn wir es sehen, wieder ein bisschen Titan mitnehmen. Aber Titan habe ich hier auf dem Weg schon so oft gesehen. In größeren Bröckchen eigentlich auch. Hier zum Beispiel. Nehmen wir einfach mal jetzt die kleinen Splitter mit. Damit wir sie haben. Weil viel braucht man ja meistens gar nicht, ne? Also es ist ja... I checked the course routed by the captain. There's not enough information, but it seems that he was able to calculate a route through several accelerating stations straight to the core. We can get some energy for a single warp jump there, and let's hope that Normandy survives this. Okay. So. Let's hope Normandy survives this. Aber ob die Normandy es überleben kann... Wir haben keine... Okay, brauchen wir alles nicht. Naja, wir werden sehen, ob die Normandie das überleben kann. Bis dahin höre ich mir noch hier so ein bisschen Radio an. So, Freunde. Und damit wünsche ich euch noch einen wunderschönen und erfolgreichen Tag. Wir sehen uns, wenn ihr Lust habt, in der nächsten Episode wieder hier bei Breath Edge mit dem alten Kreisverkehr. Macht's gut, bis dann. Auf Wiedersehen, reingehauen und ciao.